Hallo Leute, ja, wir stehen jetzt hier vor der Grabkammer, sind ein bisschen zur Seite gegangen in der letzten Folge und hoffen, dass jetzt hier nicht gleich noch ganz viele gespawnt sind und ich keine Chance habe, ne? Aber es sieht erstmal gut aus, oder? Es ist noch die Fackel, ja, die Fackel geht erst noch. Wir hätten aber besser vielleicht noch eine zweite dabei gehabt, ne? Fängt es an zu frieren, ja, dann gehen wir mal besser rein, oder? Gut, würde ich sagen, schauen wir das Logo und dann gehen wir rein. Wo ist denn der Eingang? Ah, wahrscheinlich von der Seite, ne? Oh, es wird ziemlich dunkel, ne? Gut, dann würde ich sagen, nach dem Logo sind wir drinne. So. Wunderbar in der Grabkammer. Fackel an und dann geht's los, oder wie ist das? Noch höher gehen. Hier ist eine Tür. Hier ist ein Pilz. Ich glaube, wir müssten mal gerade noch die zwei anmachen. Hier ist auch eine Tür. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir gehen mal erstmal da, wo keine Tür ist, ne? Da ist eine Tür. Da ist nichts, außer der Pilz. Hört sich schon alles so verdächtig an, ne? Da ist nichts außer ein Pilz. Und dann ist schon Feierabend, tatsächlich. Das war hier nicht so viel, ne? Ach, ich bin ganz aufgeregt. Voll unter Spannung. So, die Seite haben wir. Jetzt gehen wir erstmal hier. Das war es erstmal, oder? Oh, da ist noch einer. Wie immer sollten wir vielleicht mal noch mal was zu essen nachlegen. Was haben wir denn nicht? Die Rippchen haben wir nicht, ne? Der Rest geht noch 9 Minuten, also alles gut. Keiner da, keiner da. Lass mal gerade noch mal schauen. War da noch? Da ist noch eine Tür, okay. Da liegt noch was. Dreimal Bernstein, okay. Da ist auch noch eine Tür. Skelette machen ja keine Türen auf, ne? Das sieht schon mal gut aus. Ist hier noch ein Gang? Aber erstmal ist da keiner. Okay, ich nehme mal den erstmal. Den habe ich dann schon mal, ne? Denkste. Okay, das heißt, ich muss erstmal schauen, was wir weglassen. Trauzwergen-Trophäe. Die Steine schmeißen wir mal weg. So, ich müsste vielleicht das zumachen, damit ich wieder mich drehen kann, ne? Ah, habe ich schon genommen. Habe ich mich jetzt wieder erschrocken, ne? Dass da einfach einer um die Ecke kommt, ne? Ist nicht die feine englische Art. Keine Ahnung, was das hier rechts ist. Da ist nix. Da ist bestimmt nur einer um die Ecke, oder? Nee. Was haben wir denn jetzt hier? Ist der hier gespawnt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist ein bisschen größer der Gang, oder? Und da ist noch was. Da ist noch einer. Den müssten wir mal gerade aufheben. Den Rubin kriege ich nicht mit. Kann ich alles nehmen? Nee, kann ich gar nichts nehmen, ne? Was schmeißen wir weg? Gute Frage. Können wir essen, ne? Kommen wir essen die beiden. Oh, kannst nicht mehr essen. Super. Harz könnten wir dann hier lassen.
Dann nehmen wir die noch mit. Ja, der Rest, ja, das Geld wäre schön, aber funktioniert irgendwie auch nicht, ne? Das Holz lassen wir noch hier. Dafür nehmen wir das Geld mit, oder? Irgendwann taucht so ein Händler auf und dann wird es besser. Die, ja, weiß ich nicht. Kommen die eine Erdbeere noch mal hier rein, die machen wir da rein. Aber da liegt noch was. Konnten wir zum Glück auch noch mitnehmen. Das heißt, wir sind schon wieder voll, ne? Die können wir alle mitnehmen. So, und jetzt haben wir hier noch so Dinger. Kann ich aber nichts dran machen, ne? Das ist nur Deko. Oh, den Pilz hätte ich beinahe übersehen. Hier sind auch nur Deko-Sachen. So, und das war's hier, ne, oder? Ja, hier ging es ja nicht rechts oder links noch, ne, oder? Ne. Gut, aber ich würde dann sagen, dann machen wir das erst so, dass wir jetzt hier zurücklaufen, weil wir können ja nichts mehr mitnehmen, ne? Macht jetzt nicht so einen Sinn, noch weiterzugehen, oder? Ich glaube, wir gehen erst raus, laufen nach Hause, packen aus. Okay, das war jetzt irgendwie. Hä? Warum springt denn der jetzt nicht mehr? Früher war das noch mal Leertaste, oder habe ich mich vertan? Halt, und jetzt springt er auch wieder. Und dann würde ich sagen, gucken wir zu, dass wir nach Hause kommen, einmal auspacken und dann weiter, ne? Fängst an zu frieren, ja, kalt ist es. Jetzt müssen wir nur den Weg nach Hause finden, ne? Warte mal. Wir müssen erstmal hier eine Notiz machen, sonst finden wir hier nicht wieder hin. Grabkammer. So, und dann müssen wir nach Norden. Unser Bett steht da. Gut, okay, das heißt hier so nebenher, ne? Und es ist leider noch dunkel, ich sehe nichts. Oh, ich gehe ein bisschen falsch, ne? Ich sollte vielleicht mal in die Richtung mehr gehen. Ah, und dann so dunkle Tannen, da siehst du doch nichts, oder? Ah, das ist zum Glück nur ein Dingens. Ah, da ist wieder irgendwo einer. Ich sehe nichts, ne? Was ist denn hier? Ich denke, können wir laufen lassen. Weiß nicht, vielleicht. Es ist voll dunkel, ne? Ja. Sind die hinter uns her oder nicht? Ich sehe nicht. Und das war gerade. Da ist er. War der das? Oder war da noch wer anders? Kam mir jetzt gerade nicht so geheuer vor, ne? Hier ist der alte Bauernhof, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt noch da. Okay, neuer Tag ist schon angefangen. Schauen wir mal, dass wir hier wegkommen. Dann hier links rum. Jetzt haben wir keine Kraft mehr. Gut. Hier sind wahrscheinlich irgendwo die Necks alle. Hört man schon so, ne? Wir müssen dann da lang.
Mal gerade wieder ein bisschen Energie aufladen, damit wir schneller laufen können. Hier ist diese Furche. In dem Dings da hinten, da drüben. Okay. Sind wir erstmal auf dem richtigen Weg? Es ist echt die Frage, ob man da vorhin nicht besser sich ein Bett gemacht hätte und da gepennt hätte, ne? Müssen wir mal drüber nachdenken. Ist ja doch weit weg, die Grabkammer da. Könnte es was zu essen vertragen. Und was essen wir? Eine Blaubeere. Hier haben wir wohl auch schon mal was ausgehoben. Ja. Jetzt müssen wir wieder langsamer laufen, weil unsere Energie wieder weg ist. Wieder ein bisschen mehr Power, können wir ein Stück laufen. Warte mal, die Ausdauer, ja. Sind wir hier richtig? Ja. Jetzt müssen wir hier nur noch durch und dann sind wir schon da, ne? Genau. Dann passt es ja einigermaßen, oder? Ja, da ist unser Lager. Gut. Okay, Tür zu. Haben wir eigentlich diesen Kessel? Wir wollen noch einen Kessel bauen. Was fehlte uns denn für einen Kessel? Weiß ich gar nicht mehr. Gut, okay. Lass uns reingehen und dann müssen wir hier erstmal, können wir alles reparieren, was wir hier haben. Das passt schon. Dann unsere Trophäen und sowas abliefern. Die dahin. Die dahin. Die dahin. Was haben wir noch? Den haben wir noch. Und der Rest ist hier nicht mehr drin. Glaube ich. Hier kommen die Rubine rein und dann der Bernstein. Da haben wir jetzt auch drei dazu gekriegt. Voll cool. Und das Geld kommt auch hier rein. So, Knochen. Diese Äpfel haben wir noch. Oder Brechbeeren. Ja. Das sieht erstmal gut aus. Da haben wir noch Platz für die Brechbeeren. Blaubeeren. War noch Blaubeeren, ne, oder? Ja. Pilze. Ja, machen wir die Hälfte hier rein. Ach, geht noch nicht, mal müssen wir da hin tun. Das sollte erstmal reichen. Und dann hier noch die Knochen rein, ne? Ja. Haben wir dann auch. Die Federn weiß ich jetzt gar nicht. Aber die würden vielleicht auch hier gut sein, oder? Weiß aber nicht, ob wir die woanders noch haben. Ah, da sind sie. Ich glaube, die mache ich aber tatsächlich in den anderen Truhe rein. Hier macht das nicht so einen Sinn, meines Erachtens. Stein haben wir, Holz haben wir, alten Kram haben wir, Erz haben wir. Was war hier drin? Metalle. Ach, Metalle haben wir ja auch. Da war es Zinn. Ach so, Erze. Die waren da, aber... Rein theoretisch können wir die ja da reinschmeißen. Ne? Ist voll. Und die können wir dann noch hier reinlegen. So, und dann müssen wir noch auf der anderen Seite. Wir müssen uns auf jeden Fall auch noch eine neue Fackel machen. Ne? Zutaten sind dann vielleicht auch die Brechbeeren. Und dann ist unser Repertoire hier erstmal voll.
Machen wir nochmal auf. Haben wir genug zu essen? Nee, wir haben nicht mehr genug zu essen. Da sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, hier was zu grillen. So. Kochen wir das gerade. Ja, ich würde sagen, ich koche das, dann tue ich noch die Federn weg, dann gehe ich zurück und wir sehen uns in der Grabkammer wieder. Das ist in der nächsten Folge dann. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.